Wir sind jetzt bei der Galerie Boissere aus Köln und sprechen mit Herrn Schilling. Und zwar haben Sie hier ein ganz besonderes Kunstobjekt, ein Trompe d'œil der Moderne oder des Zeitgenössischen, möchte ich mal sagen. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu dem Künstler erzählen und auch zu dem speziellen Werk. Ja, gerne. Also es handelt sich um Patrick Hughes, einem Engländer, der mittlerweile über 70 ist, der übrigens auch heute zur Messe kommen wird. Er gilt als Maler des Paradoxen. Er ist ein Künstler, der durchaus als etabliert gilt. Unter anderem war er ausgestellt in der Sammlung Würth, die eine Ausstellung zum Thema Täuschungsmanöver in der zeitgenössischen Kunst hatte, wo auch Matisse und Magritte, also Magritte und eben andere Künstler, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, vertreten war. Es handelt sich um Bildobjekte, die Patrick Hughes Reverspektiv nennt. Er baut Kuben, wo im Grunde Dreiecke sind. Und bei diesen Dreiecken baut er das, was eigentlich vorne sein müsste, nach hinten und das, was hinten sein müsste, nach vorne. Und dadurch entsteht für den Betrachter ein zunächst dreidimensionales Bild, zum einen bei einer bestimmten Betrachtung Abstand und zum zweiten, wenn eine Positionsveränderung des Betrachters stattfindet, vermeintlich fängt das Bild an, sich zu bewegen, sodass also eine interaktive Beziehung zwischen Betrachter und Bild zustande kommt, die eben je nach der Bewegung immer wieder reagiert. Und das ist eigentlich das Fantastische. Und obwohl wir eigentlich in der Lage sind, wenn wir uns einmal genau angeguckt haben, zu verstehen, dass wir getäuscht werden, verfallen wir immer wieder in die Täuschung hinein. Und das ist eigentlich auch eine Aussage von ihm, dass wir eben der Mensch viele Gewohnheiten trotzdem wieder übernimmt, obwohl er verstanden hat, dass er es anders machen könnte und trotzdem wieder diese Gewohnheiten folgt. Das sind ja Buchrücken, die er da eigentlich festgehalten hat. Und, bei dieser Arbeit, ja. Ja, genau. Und da steht René Magritte, nochmal Magritte, genau. Und so weiter. Hat er dann eigentlich auch Kollegen ausgesucht in der Literatur, also die Literatur über Kollegen, die auch immer mit dem Täuschungsthema gearbeitet haben? Da bin ich jetzt überfragt. Ich habe von einer Sammlerin gehört, dass es sich wohl ausschließlich um Autoren handelt, die auch eine Beziehung zu New York haben. Also das scheint ein Beziehungspunkt bei diesen Büchern. Aber er macht zum Beispiel auch sehr interessante Ausstellungsräume. Wir hatten zum Beispiel die Sammlung Bayerler auf der Art Cologne vor ein paar Jahren als großes dreidimensionales Bildobjekt. Und wir werden nächstes Jahr eine Einzelausstellung von ihm zeigen, wo wir sowohl Gemälde, also auf Holz, als auch Multiples, er macht kleine Multiples in Auflagen, eben dann aus den letzten 20 Jahren zeigen werden. Dann noch, wir sind ja hier Kunstmarkt. Wie liegt denn sowas preislich, so ein Relief? Also so eine Arbeit liegt bei 105.000. Das ist eigentlich so, je nach der Größe für die Unikate, die Preislage zwischen 80.000 bis 120.000. Und die Multiples liegen preislich zwischen 5.000, 9.000 bis 12.000. Okay, vielen Dank. Bitte schön. Ja.